Du willst E-Mails über dein Vodafone-E-Mail-Konto abrufen? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche das sind, zeigen wir dir in diesem Video. Erstens über mein Vodafone. Geh auf vodafone.de und dann auf mein Vodafone. Log dich mit deinen Zugangsdaten für mein Vodafone ein. Klick auf mein E-Mail-Konto. Zweitens über die Seite vodafonemail.de. Gib in die Adresszeile login.vodafonemail.de ein. Gib deine komplette E-Mail-Adresse und dein E-Mail-Passwort ein. Wichtig, das ist nicht dein Internetpasswort von mein Vodafone. Das E-Mail-Passwort hast du beim Einrichten deiner E-Mail festgelegt. Drittens über ein E-Mail-Programm, zum Beispiel Outlook am PC oder eine App auf deinem Smartphone. In unserem Beispiel nutzen wir ein Smartphone und eine vorinstallierte App. Öffne die App, Tipp auf E-Mail-Adresse hinzufügen. Ist Vodafone als Anbieter nicht aufgeführt? Tipp auf Sonstige. Gib deine vollständige E-Mail-Adresse ein und tipp auf Weiter. Um was für ein Kontotyp handelt es sich? Wähl zwischen POP3 und IMAP. Du kennst den Unterschied nicht? Mit IMAP werden die E-Mails abgerufen und auf dem Server belassen. Im Gegensatz zu POP3 kannst du von mehreren Geräten auf deine E-Mails zugreifen. Gib dann dein E-Mail-Passwort ein. Achte auch hier auf das richtige Passwort. Folge den weiteren Anweisungen zur Einrichtung. Die nötigen E-Mail-Einstellungen findest du in der Videobeschreibung. Tipp für dich: Für deine eigene Sicherheit solltest du regelmäßig dein E-Mail-Passwort ändern. Das geht in den Einstellungen deines E-Mail-Kontos. Klick dort auf Einstellungen und dann auf Passwort. Viel Spaß mit Vodafone E-Mail. Ready? Vodafone.